Da gab's mal eine Zauberin. Eine was? Eine Zauberin? Ja. Eine Zauberin? Na. Und das darfst du aber nicht verwechseln mit einer Hex. Was? Ja, da ist ein Unterschied. Ernst, das ist dieses neue Modegetränk. Das nennt sich Kaffee. Ich dachte mal, schönen Wundergott, was du hier gekocht hast. Ja, das gibt's jetzt auf dem Markt. Auf dem Markt hast du es gekauft. Ja, im Kaffeehaus. Aber glaub mir, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. So toll Das sieht ist doch so das jetzt. hellbraun aus. Was hast denn das? Ich Was soll habe das Milch neu sein? gemacht. Die haben gesagt, wem es zu bitter ist, der soll ein bisschen Milch neu machen. Ne, Aber das schmeckt immer noch bitter. ja, finde ich auch. Aber So eine naja, Tischeblache. aber es war teuer, wir müssen es trinken. Naja, warum hast du so viel dafür bezahlt? Ja, das war schon. Du sollst nicht immer solchen Mist kaufen. Du bleibe doch mal beim Alten. Das schmeckt wenigstens. Ja, aber das ist doch jetzt so modern. Naja, aber Bier hätt's doch auch getan. Aber doch nicht zu Keksen hier. Ach, ne, das geht immer. Aber Außerdem ist die doch, nicht ich. ja. Ich esse mal heim. Weißt Aber weißt du, Wie Ernst? nennst du das? Kaffee oder was ist das? Kaffee, ja. Ein Kaffeehaus hast du gekauft? Im Kaffeehaus, ja. Das Oh, nee. ist auf dem Markt. Aber du, weißt du, so neue Sachen, die Ja? gab's immer schon. Ehrlich? Jo, ich erzähle dir jetzt mal was von. Naja, durchsetzen wird sich das nicht. Nee, Das schmeckt nicht, ne? also Was durchsetzen wolltest wird's. du erzählen? Was Neues? Nee, na, von was ganz Neuem. Pass mal auf. Ja? Weißt du, Rossbach kennst du doch. Ja, das ist ja in der Bei Nähe. Reichertswerm, Das ne, da ist hinten. Ja, ja. ja. Da gab's mal eine Zauberin. Eine was? Eine Zauberin? Ja. Eine Zauberin? Na. Und das darfst du aber nicht verwechseln mit einer Hex. Was? Ja, da ist ein Unterschied. Jetzt willst du mir erzählen, da gibt es Unterschiede. Ja. Zwischen einer Zauberin und einer Hexe? Ja. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Eine Hex, die macht so Zaubertränke Hä? und die macht Verwünschungen. Aber das kann eine Zauberin nicht. Wünschungen. Eine Zauberin kann das nicht. Ne. Und das ist der einzige Unterschied. Naja, eine Zauberin kann halt zaubern. Die kann so Sachen schweben lassen. Ja. Dann fliegt der Keks, aber ohne Hand. Oder die kann Löcher aus dem Nichts entstehen lassen. Für was denn das? Vielleicht muss man mal was rein tun. Oh, Vielleicht weiß ich ist ihr nicht. Mann ja Totengräber. Der zwar Rätsel. arbeitet. Na gut, Das okay. sind Gott sei Dank alleine, wenn das ihr noch hört. Ich sag's dir. Aber pass auf. In Merseburg haben die 1490 Ja? auch von der Zauberin gehört. Aha. Und eine Zauberin war ja damals für die Kirche wichtig. Die brauchte man. Weil eine Zauberin durfte was, das die Hexen nicht durfte. Wir reden immer noch von der einen. Ja. Eine Ha. Hex durfte nicht wahrsagen, da wurde die verbrannt. Aber eine Das Zauberin, hat noch die schön. sollte wahrsagen. Wahrsagen. Ja, die sollte in die Aha. Zukunft schauen. Und mit dem Wissen, was dann die Kirche hatte, Ja? wollten die die Geschicke der Welt ändern. Oh, die sind ganz schön gerissen. Aber sag ich dir, du. Und Ei. deswegen haben die den Magistrat nach Rosbach geschickt zur Zauberin. Ja? Und die hat dem da vorgemacht, was die kann. Und da konnte die was sagen? Na, die hat zum Beispiel Wasser gefrieren lassen. Wasser gefrieren lassen? Ja, Oh, das ist die ja. hat das angefasst. Da war das stark gefroren. Mein Gott, was hat die? Und, weißt du, was die noch gemacht hat? Sprich. Die hat Äpfel fliegen lassen. Fliegen lassen. Naja, so schweben. Der Ebbe. Also.
Naja, und das hat er natürlich im Domkapitel berichtet und hat gesagt, also das ist eine richtige Zauberin. Und dann haben die den gefragt, hast du die denn wenigstens gleich wahrsagen lassen? Und er sagte, nee, das hat sie mir gemacht. Na, da muss die herkommen, dann müssen wir das machen. Da muss die herkommen, dann müssen wir die wahrsagen lassen. Die reicht jetzt zwar noch, müssen dann noch mehr so Bosch oder Und was? da haben die geholt mit einem Leiterwagen, so ein Gitterwagen, ja, so ein Leiterwagen. Und die Nei auf einen Stuhl, musste die sich draufsetzen, damit alle Leute ringsherum sehen können, dass der Zauberin jetzt abgeführt wird. Und da hing draußen ein großes Bild dran, wo man erkennen konnte, dass sie keine Hexe ist, sondern eine Zauberin. Und dann kam die nach Merseburg in den Domhof, ne, wo der Dompalast war, wo ich, ne, und der Propst wohnte. Der Propst? Na, der Dompropst. Ach so. Der Dompropst. Und da kam der raus und da hat er sich angeguckt und hat gesagt, so, mitkommen, Fräulein. Ja. Jetzt hätte ich ja mal jetzt hierher. Jetzt war keine Tasse Kaffee, aber komm. Hätte ich nicht getrunken. Hätte ich nicht getrunken. Hier, du sagst mir jetzt die Zukunft voraus. Naja, und soll ich dir was sagen? Das könnte die freilich nicht. Können sie nicht? Weil so richtig Zauberin war die nicht. Die war halt nur besonders schnell mit den Händen, weißt du? Die hat so, eigentlich waren das so Taschenspieler-Quicks. Ja, ja, so eine richtige Zauberin war die nicht. Die hat den Leuten was vom Schaf erzählt und den Geld abgenommen. Ein Schaf? Naja, du weißt, was ich meine. Ach so. Ja. Na und im Endeffekt, da haben sie gesagt, na das glauben wir dir nicht, dass du keine Zauberin bist. Weil die hat ja dann auch irgendwann gesagt, ich mache das hier nur mit meinen Händen, ich bin halt besonders schnell und so. Das haben die dann nicht geglaubt. Und haben sie weggeheftet? Da haben sie sie in Karzer gesteckt. Weißt du, in Merseburg, da gab es damals da noch an der Seite neben dem Dom so einen Turm. Da gab es oben nur ein Fenster, ein ganz kleines, so ein bisschen Licht, mehr war da nicht. Ja. Und da haben, die reingesperrt. 10 Jahre lang hat die da gesessen. Was? Zähne? Ja. Weil so lange? Der Dompropst war der Meinung, wenn die es wahrsagen noch nicht kann, dann lernt die das jetzt. Und endlich soll die ihr Schweigen brechen und uns sagen, wie es ist. Nee. Sag ich dir. 10 Jahre lang. Naja, und da hat die 10 Jahre lang gesessen und nach 10 Jahren haben sie dann halt, die haben sie ja zwischendurch auch immer mal wieder rausgeholt, um zu gucken, ob sie. Und haben weiter gefragt. Immer gefragt, ob sie. Und sie hat immer gesagt, sie kann es nicht. Und nach 10 Jahren hat sie gesagt, wenn ihr mich weiter einsperrt, dann sterbe ich. Naja, und da hatte so alleine da oben drinnen in dem kalten und da hatte der Dompropst dann so, naja, Mitleid will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht war es auch einfach übel, dass er sie immer füttern musste und sie nichts gemacht hat, weißt du? Und da hat er sie heimgeschickt. Hat er sie freigelassen? Ja, hat er sie heimgelassen. Da war die 40, weißt du? Die sah aber aus wie 80. Die war alt geworden in den 10 Jahren im Gefängnis. Da ist das Gefängnis. Da ja, hat die und dann war die krank. Naja, und wie die heimkam auf ihren verwilderten Hof, ne, da hat die sich ins Bett gelegt und da hat die dann den Pfarrer rufen lassen. Und der kam dann auch. Die wollte sterben, oder was? Und da hat ihr so die letzte Ölung, weißt du wie? Ei. Und dann hat die zu dem gesagt, Herr Pfarrer, ich sage jetzt einmal in meinem Leben wahr. Ich denke, die können das nicht. Ja, pass auf. Weißt du, was er gesagt hat? Nee, sprich. Pass auf. Es wird ein großer, langer Krieg kommen. Ein langer Krieg? Pass auf, hör zu, ich bin noch nicht fertig. Viele Könige und Herzöge und Grafen werden gegeneinander kämpfen. Alle für ihren Glauben. Und es wird keinen Frieden geben, ehe sich nicht alle Christenmenschen miteinander vertragen. Und dann hat sie ihre Ohren zugemacht und ist gestorben. Und weißt du, was die prophezeit hat? Ich bin ein Krieg, aber was denn von denen? Na, in 30 Jahren ein Krieg, einen großen Krieg. Den großen hat die vorausgesagt. Den hat die vorausgesagt. Und das hat der Hartwacher aufgeschrieben und hat das natürlich auch ans Domkapitel Merseburg mitgeteilt. Hat er sie gemeldet? Na, und den ging der Arsch auf Grundeis.
Oh, ne, das kann ich mir vorstellen. Und soll ich dir was sagen? Ist ja komm. 5 Jahre später, Ging's los. da stand der Luther auf der Matte. Nee, du. Da waren die aber. Na. Aber Das ist ja jetzt ein ist gut, Ding. jetzt ja. Ich trinke jetzt mal noch einen Schluck von dem Von dem bitteren Zeich Kaffee. her. Wie sagst du Nee, immer, Kaffee? Kaffee. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das durchsetzt. Naja, das ist ein ganz schönes, komisches Gelände. Also. Aber nächsten Sonntag müssen wir das auch noch mal trinken. Ich habe dafür noch genug. Du hast wieder viel gekauft mit dem Zeich, hä? Naja, es gibt keine Klientiten, es gab nur so große. Ach du, Vielleicht mache nee. ich die nächste Woche einfach ein bisschen dünner. Kann man den nicht auch schon mal auch nur dran machen oder so? Das habe ich auch schon überlegt, aber das ist halt zu neu, dafür gibt es kein Rezept. Bei mir schwimmt sogar was Dunkles drin, guck mal. Da Ich musst du weiß auch nicht. Marian. Da muss ich mal Level nehmen hier. Das wird nicht besser. Also, ich glaube, ich esse Keks dazu. Kekse sind gut. Nicht? Na da. Du kriegst jetzt.